Hallo, hallo, hallo. Willkommen zurück, liebe Community, hier beim Channel Order of Gamers. An meiner Seite mal wieder Numiwankinobi. Na? Na, und mein Name ist Freya und wir zocken zusammen. Divinity! Divinity, ja. Original Sin. No. Ja, wir haben... Klangschale, Klung, Klung. Ja, Gong. Kleiner Gong, das so... Ja. Okay. Ihr merkt, wir sind total aufgedreht wie denn immer. Wir treffen jetzt die Hexe. Und theoretisch müsste sie uns wohl gesonnen sein, denn die Barriere ist verschwunden, nachdem wir die Pilze vernichtet haben. Das kann reiner Zufall sein. Aber es könnte auch sein, dass die Pilze benutzt worden sind, um die Barriere aufrechtzuerhalten. Vielleicht hätten sie so, oh shit, so das Spiel. Was ist, wenn die Leute einfach das Rätsel verkacken und so schlecht darin sind, dass sie dann angreifen? Und dann geht die Barriere nicht weg. Fairerweise, das sind dieselben Leute, die auch überhaupt erst programmiert haben, dass die Pilze uns angreifen können. True. Und ich glaube, das ist eine Meta-Rätsel gewesen. Die Lösung des Rätsels war nämlich tatsächlich, ja, die Pilze sind verantwortlich für die Barriere. Also sind wir doch kühn und clever genug gewesen, um das Rätsel zu lösen. Keine Ahnung. Ne? Also, wollen wir reingehen? Ja, unbedingt. Oh, warte, hier ist so ein Topf. Ja, ich zack. Schon wieder Müll. Ja, ist mir egal. Okay, rein da. Ja. Ah, oh, noch mehr Erfahrung. Sie ist abgehauen. Ja, natürlich. Was haben wir denn Minuten. Hier alles? Hier ist ein Buch. 299 Wege zur Weisheit. Nehmen wir mit. Flaschenständer. Nehmen wir mit. Ein breiter Schädel. Her damit. Ich könnte auch diesen Hocker aufheben. Schöne Sachen gefunden. Laborkram. Alles eingepackt. Spiegel. Blaupilz. Fliegenpilz. Gucken wir mal im Kopf. Im Korb. Hast du die Schuhe hier schon? Okay. Ja, viel ist ja gerade nicht. Okay. Ist ein bisschen antiklimatisch irgendwie, wie wenig hier ist. Aber gut. Wollen wir gucken, was es mit diesem Spiegel auf sich hat? Ich kann das nicht identifizieren. What? Kann ich ihn angreifen? Soll ich ihn mal anklicken? Ja. Oh, okay. Okay. Da ist eine Ratte. Das gibt Erfahrungspunkte. Ich folge dir mal. Sicher, sicher, ne? Ja. Irgendwie hier wird ja diese Astarte sein. Quatsch, diese Hexe, Astarte-Spiegel war es. Dieser Ort wurde offenbar von jemandem durchsucht, der wenig Zeit hatte. Okay. Das heißt, die Hexe wird wohl nicht mehr hier sein. Was ist mit dieser Ratte passiert? Achso, sie ist Öl verschmiert. Ich habe hier noch ein Buch gefunden. Oh, schade, hier ist nichts drin. Auch hier nicht. Ein verschlossener Schrank. Ich kann gerade nicht das Schloss knacken. Vielleicht kannst Aber du wir es. Wir haben genügend. Ja, sollten wir, ne? Stuff eigentlich da. Ich habe auch ein Buch gefunden. Bausatz für Stab Teil 1. Oh. Ich nehme einfach mal das meiste Zeug mit. Irgendwie kann man es ja doch am Ende verkaufen. Ja, also sowas wie leere Flaschen lasse ich jetzt da. Habe ich jetzt keine Lust mit. Oh, einen Schrankschlüssel habe ich gefunden. Ich habe einen nicht identifizierten Kupferring gefunden und einen gehärteten, krallenbewehrten Luftzauberstab gefunden. Der ist auch nicht identifiziert. Und ein Auge. Augen. Kennst du diese Gummiaugen zum Essen? Glotzer oder so heißen die meistens. Ja. Ich finde die tatsächlich, finde ich die echt spacey und irgendwie ziemlich lustig und irgendwie... Oh, hier ist ein Schalter. Ich drück den einfach mal. Ah, hier geht's raus. Okay. Aber die sind so schweineteuer. Also wirklich, das ist echt erbärmlich. Greif die Ratte an! Töte sie! Gib mir die Erfahrungspunkte, du Ratte! Er läuft mir halt wieder im denkbar langsamsten Tempo hinterher. Ja! Der Tod ist deine Erlösung. Ich bin mir fast sicher, dass die hätte uns was verraten können. Ich habe ein paar Bücher aufgehoben. Mhm. Vielleicht möchtest du sie zu... Sie direkt vorlesen? Okay, ja. Ich habe nämlich auch ein paar Bücher gefunden. Können wir gerne eine kleine Lesestunde machen. Gib sie mir einfach mal rüber. Ich gucke schon mal in mein Inventar. Okay. Bücher war doch eine eigene Kategorie, oder? Die hinterste. Das hier, okay.
Okay, das kam gerade von dir dazu. Ja. Das Zauberwort des Undenkbaren. Und ich habe, genau, ich habe Mykologie und Geheimnisse der Schriftrolle, glaube ich. Und genau, das hier zur Weisheit, das war das erste. 299 Wege zur Weisheit. Für die meisten der Vorschläge in diesem Buch fehlt euch die Zeit. Schade. Ja, das war's. Mykologie. Ich glaube, das ist genau die Wissenschaft der Pilze. Dieses Buch enthält zwei kurze Kapitel über Pilzrezepte und wie man Pilze erkennt. Außerdem ein sehr großes Kapitel darüber, wie man Pilzvergiftungen behandelt. Und nichts dazu gelernt? Lame. Geheimnisse der Schriftrolle. Man sagt, neues Rezept. Sir Hellsturm habe eine magische Waffe gehabt. Der Geschichte zufolge hat Sir Hellsturm diese Waffe mit der gequälten Seele eines Geistes durchtränkt. Wie er das hinbekommen hat, wird wohl nie jemand erfahren. Aber mit der Waffe konnte er fester zuschlagen und er konnte spüren, wann und wo die gegnerischen Schläge und Pfeile landen würden. Doch so erfolgreich Sir Hellsturm auch war, die Magie konnte ihm nicht sein Leben retten. Ganz im Gegenteil, die Waffe hatte einen entscheidenden Nachteil. Wenn er das Schwert schwang, mein Gott, war es noch ein Dolch, bin ich mir sicher. Nee, nur eine Waffe, okay. Wenn er das Schwert schwang, erlegte es seinem Körper eine schwere Last auf und sobald er das Schlachtfeld verließ, wirkte er wie ein alter, ausgelaugter Mann, erschöpft und geschwächt. Ich krieg die ganze Zeit die neuen Rezepte. Ich versuche eigentlich währenddessen, diese scheiße Sachen zu identifizieren und kann halt kaum lesen, was die Ringe und so, was ich ausrüsten kann, für Fähigkeiten haben. Ist ja gut, ich hab's verstanden, Leute. Es gibt ganz viel neues Crafting-Material für mich. So stark er auch war, sein Körper war eines Tages den Strapazen nicht mehr gewachsen und Sir Hellsturm starb als junger Mann in einem alten Körper. Okay, das war schon wieder. Damit ist das Buch durch. Ja, ne, jetzt wird bei mir auch natürlich nochmal alles angezeigt. Ich hoffe, ich kann das lesen hier. Okay, die zweite Überschrift des Zauberbuches lautet: Ihr wisst nicht einmal, was ihr nicht wisst. Es scheint ein unvollendetes Werk zu sein und obwohl ihr fühlt, dass etwas Großartiges daran enthalten ist, könnt ihr es nicht erfassen. Und ich habe noch magische Tragödien. Teil 1. Unfreiwillige Stunden im Limbus. Warum erfahrene Magier stets einen Stapel Patience-Karten dabei haben. Auch hier geht es nicht weiter. Und über Spalten. Oh, Spalten! Achso, über Spalte. Oh, ja. Über Spalte und ihren negativen Einfluss auf das Raumzeitkontinuum. Die Verfasserin dieses Buches untersucht die Auswirkungen von zu vielen geöffneten Spalten an einem Ort. Sie stellt die Vermutung auf, dass es einen Bruch im Raumzeitkontinuum geben könnte, wenn zu viele Spalte erschaffen werden. Bisher gab es keinerlei Probleme, sodass sie über die möglichen Ergebnisse nur spekulieren kann. Das sind ja echt langweilige Bücher hier, die wir gefunden haben. Da ist ja nichts zu tun. Kürbis. Ein Heiltrank. Kristall. Schöne Sache. Achso, doch. Stoffreste sind da noch. Ja, das ist echt nicht geil gelöst. Das ist so, einem die Sicht echt komplett wegnimmt. Hier, Armbrust des Eises habe ich gefunden. Sie ist besser als meine. Yeah. Gibt mir zwar ein bisschen weniger Bewegung, aber die Lebenspunkte, oh, das ist schon ärgerlich, aber das macht schon echt 30 mehr Schaden. Oh, eine Erdbebengranate. Klasse. Okay. Oh, ich habe einen silbernen Pfeil gefunden. Den anderen Raum hat es hier. Oh, ich bin jetzt Öl verschmiert. Ja, mehr oder weniger eigentlich schon. Ich glaube, da könnte echt noch sein, dass da irgendwas noch rumliegt, was ich nicht genommen habe und übersehen habe irgendwie, aber ich glaube Schrank, eher nicht. Da ist ein Tagebuch drin. Oh, ein Tagebuch? Nee, das hatte ich nicht gefunden. Ich habe noch eine. Hier liegen schön ein paar Granaten rum. Das ist ja klasse, ey. Wo war die Truhe eigentlich? Die müsste doch irgendwo in der Nähe dort sein. Weil ich hab einen Schlüssel gefunden. Ah, da ist nichts drin. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert ist, ne? Dass man einem Loot versprach, dass das Spiel dir Loot verspricht. Und dann ist da einfach nichts drin. Tja. Genau, ich wollte dir mal diesen silbernen Pfeil rübergeben. Wer weiß, wann man ihn gebrauchen könnte. Stimmt, dann kann ich auch nochmal gucken, ob ich noch irgendwas für dich habe. Wo sind nochmal Pfeile? Hier. Oh, sehr schön, geilo. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rein, oder? Ja. Und gucken, was hier so los ist. Was für eine Falle uns hier erwartet. Oh ja. Rennen wir nicht so doll? Nee. Eine wunderschöne Höhle, aber wer weiß, zu welchem finsteren Zweck die Hexe sie entwendet hat. Entfremdet, meine ich.
Hier ist nochmal eine Ratte, der will ich jetzt aber ungern direkt hinterherlaufen. Achso, ne, es ist. Ah, okay, einfach nur Wurzelzeug. Wurzel. Okay, hier liegen verwundete oder getötete Tiere rum. Hier. Ungeheuer, eine Leiche liegt hier auf jeden Fall. Ich öffne sie eine mal. Eine Erzader. In der Leiche ist Eisenader. Nichts. Oh ja, sehe ich gerade. Hier ist auch noch was zum Buddeln. Eingeweide eines Wolfes. Ich buddel mal hier. Sei ja. mal bereit für den Fall, dass ich versehentlich irgendeinen Gegner ausbuddel oder so. Nee, weitere Wurzeln. Ich nehme die mal alle direkt auf. Wir können die ja austauschen, wenn wir das nächste Mal bei einem Kochtopf sind oder so. Oh, ich habe zu viel zu tragen. Oh, dann gib mir gerne was rüber. Ich habe jetzt erst 101 von 270 oder so. Also ich kann noch echt eine ganze gewaltige Menge tragen. Gib mir diese Hämmer oder sowas rüber. Die sind bestimmt ziemlich schwer. Hier, du hast da irgendwie zwei Spielhämmer. Die dort, diese ganz normalen Hämmer, die sind bestimmt verdammt schwer. Oder gib mir Rüstung rüber, die du nicht verwendest. Das ist bestimmt alles das schwerste Zeug. Warte mal, ich hab doch gerade Eisen aufgenommen. Dann würde ich dir das einfach rübergeben. Von was? Ich war doch gerade bei der Eisenader. Achso, ja, das sowieso stimmt. Das Zeug ist echt schwer. Aber wo ist es? Ich glaube. Ja gut, hier müsstest du es spätestens ja finden. Na, wo ist es? Der Barren dort auf jeden Fall vielleicht? Oder? Ja, aber... Nee, es ist ja ein richtiger Barren. Man baut hier keine Barren ab. Der ist schon fertig. Na, dort. Die drei klumpigen Dinge dort. Und ich glaube, die Tierhaut... Oh ja, ach du meine Güte, 30 Kilo wiegt das Zeug. Ja. Na dann. So, Freya, magst du entscheiden, ob wir eher nach rechts oder links gehen wollen? Also von der Sicht aus rechts oder links. Aber wollen wir eher nach Norden oder nach Süden gehen? Hier, man sieht ja quasi, ne? Dieser Weg zeigt nach Norden und der andere. Ja, nehmen wir Norden. Norden, alles klar. Gelootet hat es... Ja. Nur dieser kleine Hund, da habe ich nichts rausbekommen. Ich glaube aber auch nicht, dass der was merklich hätte. Ich glaube, hier ist noch eine Eisenader. Jawohl. Silber sogar. Silber. Oh, da kann ich bestimmt was Schönes draus craften. Ja, geilen Schmuck oder so. Hast du die auch mehrmals gehauen? Ja. Ja, okay. Bis er mir gesagt hat, ich bin voll. Alles gut. Ich finde es immer ein bisschen bedenklich, wenn man selbstständig dann immer so oft das benutzen muss, bis es wirklich nicht mehr benutzbar ist, weil... Theoretisch ist ja klar, dass ich natürlich alles davon haben möchte. Genau, also ich glaube, in der Ader könnte man noch was rausholen, weil ich habe nur dreimal drauf Genau, aber jetzt steht nämlich erst da Ader erschöpft und ich muss nicht mehr selbst nochmal draufdrücken. Egal. Noch weitere Ratten, das ist alles Bonus. Okay, guck mal, von hier aus können wir da unten hinsehen. Das ist eine Qualle oder sowas. Quallen. Ein schrecklicher Anblick, nicht wahr, Quenya? Diese Kreaturen hust der Erde so grausam hingemetzelt. Wer sagt das jetzt genau? Also, weil es ist irgendwie über niemandem genau... Aber ein neuer Tagebucheintrag, okay. Noch eine Leiche. Da ist nochmal ein bisschen Gold drin. Und hier ist was? Das kann man nicht looten. Quiek? Ja, dort unten quiekt was. Ich glaube, da metzeln die weiter Tiere ab oder so. Hier scheint irgendein okkultischer Mist abzugehen. Ein toter Stier. Tierhaut. Ich glaube, die Ratte sollten wir nicht töten. Sie führt uns zu den... Die könnte, hätte uns bestimmt eine Quest gegeben. Ach. Okay, links rein ist erstmal eine kleine Sackgasse. Dann lass uns doch zuerst dort reingehen, oder? Ich habe okay, dann lass uns erst kurz buddeln. Während da unten irgendwelche Leute. Ja, entschuldige mal, so viel Zeit muss nun leider mal sein. Okay, nur was von dem Wurzelzeug. Okay, na gut. Ja. Ich glaube, das sind wieder diese Marklosen, oder? Ja. Ist es doch locker gar nicht die Behausung der Hexe überhaupt gewesen, oder? Wenn die hier chillen? Ja, makelloser Waldläufer, makelloser Schwertkämpfer und makelloser Kryomant. Okay, scheiße, der hat bestimmt Eiszauber drauf. Ich könnte direkt zu dem und ihn ein einziges Mal hauen, aber ich glaube, ich stürme lieber zu ihm. Sie ist blockiert. Wodurch? Durch den Pilz auf dem Boden hier oder was? Oder durch die Leiche? Och komm. Okay, aber ich brauche 4 Punkte. Ich könnte theoretisch ja ein bisschen nach unten laufen erstmal. Und dann können die mir ja nicht ernsthaft sagen, dass es blockiert ist, oder? Na, vielleicht, weil wir von oben runter, dass es denen deswegen nicht gefällt. Okay, er sagt auch nicht mehr, es ist blockiert. Oder ich werfe da erstmal noch eine Granate drauf.
Oh, ich glaube, die kämpfen gegen diesen Wilsch, diesen Eber hier, ne? Der heißt Durin. Der hat einen Namen. Oh Gott, wir müssen diesen Eber retten. Der hat bestimmt was zu sagen. Vorausgesetzt, wir können dann auch mit ihm Nee, reden. können wir nicht. Naja, nee, Ach es kann ja so, sein, dass er irgendwie ja. ein Zauberwesen ist, wie jetzt Ja, Amu das zum Beispiel, der stimmt. sich dann zurückverwandelt. Ja, Und was da wir noch sagst du? keinen der Ratten was getan haben, könnte es sein, dass er uns nicht böse Oh ja. Ja, schade, die haben uns gegenüber leider ist. etwas sehr früh bemerkt, dadurch, dass wir so weit oben Ah, okay. standen. Ich muss weiter runter. Warte mal, was? Nee, ich glaube, ich würde eher den hier nehmen, weil da habe ich ja Ach, eine da links oben größere ist auch noch einer übrigens, ganz kurz. Reichweite. Ja. Ich hatte nur drei ursprünglich gesehen, aber jetzt sehe ich auch gerade, dass da Zwei links oben noch dürfte einer ich ist. nur gehen. Ah, nee, okay, dann muss ich erstmal. Vier habe ich da nur übrig. Das könnte man machen. Warum visiert er den nicht Stimmt, ich an? habe den ja Oh umgehauen. nein, weil hier Ah. Oh. zu weit Ja. entfernt. Ja, das meine ich, das ist jetzt echt ärgerlich, ne? Müssen wir halt erstmal näher ran. Geh nicht, ich würde sagen, benutze mal nicht all deine Punkte, sondern geh nur ein bisschen näher ran, weil die müssen locker auch alle näher kommen. Allein schon der Schwertkämpfer allerdings. Dann nehme ich mal mehr Schaden. Wir haben ja immerhin schon mal einen ihrer Fernkämpfer mit dem Waldlaufer erstmal kurz ausgenockt. Das Schwein. Nee. Kann ich auch nicht, weil das dann. Warum bleibt es auch immer Es ist da? auch so dumm. Also du stehst mit einem Bogen auf einer Erhöhung. Du hast, eigentlich hast du die perfekte Möglichkeit, deinen Gegnern Schaden zuzufügen. Aber weil das Spiel leider so arbeitet Ich wie laufe jetzt in hier rüber. gerade Linie auf dem Boden nach unten. Ja. Ich muss hier rüber, sonst kann ich gar keinen Schuss machen. Naja, sonst liegt dir die blöde Leiche im Weg. Das ist halt leider echt bescheuert. So, Medora. Medora the Explorer. Ich könnte mich mal hierhin bewegen. Dann mal gucken, ob auch sie irgendwen umhauen kann. Ja. Ja, sie ist blockiert wie eine Leiche. Das ist so. Was? Warum sollte ich denn eine Heuballen angreifen? Das ist echt gerade so bescheuert, aber ihn kann er Hin. angreifen. Zack. Sie. Adora ist Ihn kann immer sie noch. angreifen, Ja. sorry. Er ist nicht hingefallen, schade. Ja, na klar. Sag, was bist du denn für ein Mistkerl? Natürlich, der hat natürlich eh genau die Fähigkeiten, die ich Oh, auch und er ist drauf habe. unsichtbar. Was, wieso hat er denn so eine Fähigkeiten drauf? Das ist ein Schwertkämpfer. Was macht er jetzt? Keine Erklärung, was das gerade war? Was geronnene Spucke. Hat er. Irr, hat er dich angespuckt? Da sind die Soundeffekte einfach weg. Oder hörst du was? Ja, ich höre was. Okay, bei mir waren gerade einfach. Bei mir sind absolut keine Soundeffekte da. Alter! Oh, schade. Junge, dieses Schwein haut zu, was geht? Okay, ich meine, es ist auch ein Magier, der hält natürlich körperlich jetzt nicht so krank Mal, viel aus, aber was können auf wir jeden Fall, ihn? den kann er locker erwischen, der da näher gekommen ist. Dieser Aber können wir Kryomant. ihn? Das ist ja noch ein Schwein. Das sieht aber sehr ungesund aus. Jawohl. Und du Ja, geh auf jeden Fall ein gehst bisschen näher. auch näher. Okay. Ach, ein wiederbelebtes Wildschwein, das ist eine von denen. Aber das andere ist auf jeden Fall. What? Was zum Henker? Was geht denn gerade bitte ab? Was soll das denn? Oh Mann, Spiel, bitte nimm dir doch bitte mal kurz die Zeit, uns zu erklären, was hier abgeht. Wieso sind die jetzt alle plötzlich schneller als ich? Also ich meine, du kannst doch nicht einfach so Zufall neu berechnen, wer wann dran ist. Oh, krass. Bitch. Du hast beide gekillt. Ja, weil ich vorher auf Stärke Oh, das gegangen Schwein bin. hat den Nekromanten gekillt. Krass. Jetzt ist der Unsichtbare noch und das tote Schwein. Ach Den nee, da gönne ist ich er mir. wieder. Jetzt ist er wieder sichtbar. Ja, weil das Schwein ihn, glaube ich, angefährt oder so. Ich weiß es Ja. nicht ganz. Komm her hier. Dotz! Oder weil er flankiert Alter, ist. 61 Schaden kann der absorbieren. Das ist echt krass. Wirbelwind kann ich nicht machen zu. Ja, genau. Dann mache ich nochmal die Ermutigung für uns alle. Kann ich nämlich auch, mein Freund. Ah. Ah, du hast sogar das Schwein geheilt. Ja, Mann. Jawoll! Geilo, Dankeschön. Wir haben einen Stufenaufstieg gerade durch das Schwein bekommen. Cool.
Okay, Madora the Explorer kann leider nicht großartig viel machen. Ich Warte mal, vielleicht kommt es ja zu uns. Ja, mal schauen, vielleicht klappt das auch gleich zusammen oder sowas, weil es halt echt nur wiederbelebt ist. Ich muss halt... Ja, Imogen lohnt sich gar nicht, kannst einfach nur näher laufen lassen. Selbst meine Position ist nicht geil. Ah, okay. Ey, hör auf mich anzurotzen, ey. Unhöflich. Und jetzt bin ich wieder als Erster, das ist ja so merkwürdig. Komm her hier. Bots! Kritischer Treffer! Oh. Ach, verdammt. Wir haben aber einen Stufenaufstieg. Nee, Quatsch, ich glaube, dafür braucht man Talentpunkte, ne? Ja, braucht man. Achtung, hier ist Gift am Start. Okay, so, Charakter, genau, wir haben... Warum habt ihr gerade Schaden bekommen? Oh, guck mal, nächste Stufe kriegen wir endlich einen Talentpunkt und dann sogar 3 Fertigkeitspunkte. So, ich hatte mich für was entschieden? Ich glaube, Konstitution insgesamt? Nee, ich glaube tatsächlich lieber Schnelligkeit. Ja, gehe ich direkt mit. Und Fertigkeiten, da wollte ich entweder... Nee, 2 Nick kann ich nicht. Und Frontkämpfer auch nicht. Wusste ich schon? Oh Mann. Charisma könnte ich natürlich höher machen. Wie gut auch immer mir das tatsächlich manchmal was bringt. Okay, hier habe ich alles, sonst nichts. Böse Taten hätte ich. Taschendiebstahl könnte ich aufwerten. Ich weiß nicht, meinst du, es bringt was noch Charisma aufzuwerten? Hm. Oder soll ich, ja, soll ich die Punkte lieber sparen? Ach, jetzt bin ich bei Jahan. Mann. Ja, ich weiß noch nicht. Okay. Bei Jahan, was will ich denn bei ihm eher? Mann, ich dachte gerade, ich wäre bei meinem Dings drin. So, Madora ist dran. Ich glaube, Madora gebe ich auch lieber mehr Schnelligkeit. Was sagst du? Ja. Ne, so Stärke 10 ist halt trotzdem auch echt nicht schlecht und ja, doch, ich glaube schon. Genau, und Fertigkeiten, da wollte ich extra machen, damit ich ihm ihr... Warte mal, Moment, Madora hat Geomant Stufe 1? Hattest du ihr doch gemacht. Ah, echt? Ja. Warum habe ich noch keine Fähigkeiten beigebracht? Bin ich bescheuert? Dann, trotzdem wollte ich bei ihr, glaube ich, Frontkämpfer machen. Okay, Zauberstab hat er... Geil, eine Pizza. Was ist in diesem Korb drin? Kartoffelbrei, geiler Scheiß. Hier ist nix. Hat nochmal einen verlangsamenden Pfeil gefunden. Oh, hier ist eine Truhe. Eisenarmschienen, eine Lederkappe und Schriftrollspuren. Naja. Okay, nichts allzu stark krasses. Was soll ich ihm dann geben, ey? Ich weiß ganz ehrlich nicht. Ich glaube, ich mache einfach hier. Ja, ich heb meine tatsächlich gerade erstmal auf für Kianyu, weil ich gerade echt nicht weiß, was ich mit den 2 Punkten anstellen soll. Nee, für Jahan. Ist ja halt irgendwie nicht so wirklich. Achso, er braucht sowieso. Naja, okay. Dann. Haben wir das jetzt? Verdammt, ich würde jetzt echt gerne hören, was dieser Durin zu sagen hat. Das finde ich ist ein bisschen blöd, dass es da nicht einem richtig gesagt wurde, dass das schon echt eine gut wichtige Fähigkeit ist. Ja, wichtig würde ich jetzt nicht sagen. Also, wir sind bis hierher vorangekommen, ohne auch nur einmal mit dem Tier quatschen zu können. Aber ja, stimmt. Ich würde trotzdem auch gern wissen, was das hier jetzt zu bedeuten hat. Oh, ein Wolf und Wolfswelpen. Ein antikes Claymore. Aber viel Tierhaut. Daraus könntest du dir eventuell was Geiles machen. Ich wollte gerade sagen, wir sind nicht im Pen and Paper. Diese Schafe oh hier, Gott. Wenn ich die ja, öffne. Ja, ich sehe es gerade. Oh mein Gott. Oh. Aber dass uns das Schwein deswegen nicht angreift, finde ich gut. Ja, ey, das ist die Natur. Was tot ist, das muss genutzt werden. Das wäre doch sonst schade. Ich habe ein widerstandsfähiges Gambeson gefunden, oder wie auch man das ausspricht, und im Giftfall. Aha.
Mann, kann das mal bitte aufhören, ständig bei mir wegzuspringen? Ich weiß nicht, ob es euch mehrfach schon aufgefallen ist, aber es ist mir halt schon aufgefallen, dass ich sehr oft in diesem... ich bin halt immer wieder, werde ich nach oben geworfen. In dem Dings. Das nervt halt gerade. Ja, woher diese Macken kommen, würde ich auch gerne wissen, ey. Okay. Schade, die Typen kann man gar nicht durchsuchen. Die scheinen nichts Geiles dabei gehabt zu haben. Die Stufe, desto besser repariert ihr. Madora. Wir benötigen Waffen und Rüstung mit Heil aufzubessern. Herstellung, Qualität. Dann machen wir doch das hier. Büffelamulett? Was? Nee, Schmieden ist eigentlich lächerlich. Schmieden brauche ich nicht so oft wie Bogen. Ich dachte mir, ich mache Bogen, dann könnte ich zur Not wechseln, wenn ich einen geileren Bogen als eine Armbrust finde. Oder... Ach, nicht das? Genau, beim Bewegungsmodus, das ist schon... Ja, dann mache ich lieber Bogen. Du hattest alles gelootet? Yes. Okay. Ja, da leider auch keiner von uns mit Tieren sprechen kann. Ah, oh, warte mal. Wir haben doch diese... Oh, was wir ausprobieren können. Ah, die Kreatur sagt etwas Unverständliches. Vielleicht wissen wir... Achso, ja. Ja, du steuerst immer Jahan, deswegen... Nee, weil ich jetzt gerade mit Jahan... Ich hatte extra einmal mit ihm angefangen. Okay, ja, gut. Hab ich doch gesagt. Du steuerst gerade Jahan. Okay, nee, was mir gerade auffällt. Eventuell haben wir einen NPC bereits, der mit Tieren quatschen kann. Ah. Wir haben diese Bogenschütze noch irgendwann aufgegriffen. Vielleicht besitzt... Dotter. Ja, aber nee, Quatsch. NPCs können die Fähigkeiten gar nicht haben, ne? Wie war denn das? Warte mal. Das ist doch unter Talente, war das. War das, glaube ich. Tierfreund, oder? Ja. Genau. Können das auch andere Charaktere erlernen? Bestimmt nämlich nicht. Dann hätten wir das... Nee. Nee, es wird nicht mal aufgezählt. Nee, okay, nee, dann ist die Hoffnung da auch leider vergebens. Ja, oder wir merken uns das mal und kommen vielleicht mal zurück und quatschen Durin nochmal an. Aber cool, er hat uns auf jeden Fall echt geil geholfen. Ich meine, 2 Tode gehen auf sein Konto und 2 auf deins und 1 auf meins. Oh, den toten Stier habe ich noch nicht geöffnet. Stell dir jetzt mal vor, wie so eine Art Booster-Pack. Ja. Dann reißt du so den Unterkörper so ab, sondern immer so... Das knistert so wie so von so einer Yu-Gi-Oh! Kartentüte oder sowas. Dann so, oh geil, ich hab Eingeweide. Die glitzern. Okay, das wäre schon echt merkwürdig. Naja. So. Ich bin trotzdem dafür. Nein. Oh. Seht ihr die See da unten? Bitte kommt dorthin und sprecht mit mir. Ich habe euch so viel zu erzählen. Ist es die Ratte damit gemeint, dass die das sagt oder spricht irgendwie die Umgebung zu uns? Oder diese oder vielleicht ist die Hexe. Ich weiß es nicht. Ich bin trotzdem dafür, dass die Spieler nochmal zurückkommen, um die ganzen Ratten hier alle zu killen. Das ist Erfahrung, Freya. Das sind alles Erfahrungspunkte. Wir brauchen das. Ja, aber das Ding ist, ich hätte ein bisschen die Befürchtung, dass halt das Schwein dann keinen Bock mehr auf uns hat. Mal gucken. So, wir können einmal... Ich würde sagen, wir gehen zuerst rechts lang, denn das scheint ja einfach nur so ein Kreisabschnitt zu sein. Joa. Ne? Hier liegen noch weitere Leichen, klar. Ah, oh, Huhn. Rohes Fleisch. Ich habe ein Gemälde gefunden. Okay, du hattest einen Glücksgriff, deswegen hatte die Leiche einfach mal ein Gemälde dabei. Ist ja auch interessant. Ich hätte mich ja gerade gewundert, okay, was habe ich gerade falsch gemacht, aber ja, einen Glücksgriff habe ich nicht mehr gedacht. What the fuck? Gott, habe ich mich erschrocken. Alter, ich auch gerade, was soll das denn bitte? Ah, die sind hinter uns. Ja, und einer ist vor uns. Ah, Jesus. Okay, ich renne ihn erstmal um. Das sind ja nur die 2 scheinbar. Nee, es sind mehr. Oh ja, dahinter ist noch einer, aber hinter euch ist auf jeden Fall... Nee, da oben ist... Ja. Siehst du es ja... Wie den habe ich gerade gemacht, es ist noch einer mehr. Und hinter uns ist noch einer. Oder? Also, nee, es sind mehr. Hier. Und da drüben? Ja, okay, ja, gut. Okay, den hatte ich echt nicht gesehen. Also, weil es insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Gegner sind. Ja, da ist auch noch einer. Meine Güte, nervig. Ja, du sollst ihn jetzt angreifen, Kollege. Ihn. Der Typ, der vor dir am Boden liegt, Qian Yu. Danke. Oh, aber krass, dass er ihn trotzdem so angreift, aber noch heftiger, dass der tatsächlich noch am Leben ist. Was?
Och nö, meine Güte. Wieso besitzen denn alle Heilzauber, die sofort die Hälfte aufladen? Meine Güte. Oh, schieße ich jetzt die zuerst hinter mir ab? Besser, oder? Willst du dich vielleicht mit Jahan zusammen um die hinter euch kümmern? Und ich gehe mit Mandora nach vorne? Kann ich machen. Oh. Das kann ich nicht, aber ich kann. Meinst du, wenn ich hier hinschieße, splittert er auch? Hatten wir das nicht mal ausprobiert? Was funktioniert? Ja, nice. Oh, die eine ist fast tot, sofern die jetzt nicht auch irgendwelche Fähigkeiten haben, mit denen sie sich komplett heilen können. Ein bisschen näher. Okay, da ist die erstmal dran. Das ist ein Waldläufer, genau wie du. Oh. Ah, das geht. Wieso darf sie so viel laufen? Ich dürfte das nicht. So, Madora ist am Zug. Mal sehen, vielleicht kann Madora auch nochmal jemanden umrennen. Darauf zählen würde ich jetzt nicht, aber... Oh ja, sehr schön. Zack. Der Typ dort, den habe ich absichtlich runtergeworfen. Der bleibt jetzt tot. Ja, so. So wollen wir das sehen, ja? Ey, come on, Leute. Heiltränke. Ja, ich weiß, aber was ist denn das für eine enorme... Hallo? Hallo! Hallo, ich habe dich gerade mit einem Bogen verletzt. Hier, ich... Wie unhöflich. Teleportier mal direkt neben dir in die Flammen, Alter. Das soll der mal von seiner eigenen Medizin schmecken. Kann der auch mal brennen. Oder? Jawoll. Sonst kann ich ihn auch schockne... Ach nee, schockne Berührung kann ich gar nicht. Ja, egal. Ja, egal. Aber sobald er sich bewegt, müsste er dann brennen. Hey, warum darf ich denn jetzt ganz zum Schluss? Ich sehe es gerade wieder. Es wurde wieder mittendrin geändert. Das macht keinen Sinn. Ich habe eine super Initiative wert. Machen wir einmal nochmal den hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr damit einen... Ich glaube, wir sind zu weit weg. Das könnte sein. Ja. Ja, schade. Ist okay, Bitch. Ist voll okay. Ich kann komplett ignorieren. Ja. Ach komm, echt jetzt? Und es reicht nicht aus, um ihn jetzt nochmal zu töten. Was macht er? Alter, das ist so viel Text auf einmal. Okay, danke Spiel. Ich habe nicht mitbekommen, was für eine Fähigkeit das... Was? Wieso brennt er nicht? Hä? Das... Come on, das war doch im Feuer. Okay, das war lächerlich. Dann greift den anderen an. Ja, das dürfte die, glaube ich, nicht mehr aushalten. Yes, es geht mal ein Kill auf Jahans Konto. Genau, und du schießt ihn jetzt hier direkt in seine Kackrübe rein. Ja, ich schieße ihn normal ab. Jawoll! Bitte? Och, komm. Alter, dieser Kampf hier hätte locker mindestens eine Runde weniger, wenn diese Leute nicht immer so haarscharf gerade unsere ganzen Attacken überleben würden. Okay, so. Und jetzt möchte er hier bitte auch den jetzt töten. Zack. Ey, es ist so lächerlich, wie wenig Punkte ich generiere pro Runde. Ich möchte hier mal näher ran, dann flankieren wir den. Glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. So, Madora könnte den die vernichtende Faust machen. Das versuchen wir auch direkt, um ihn niederzuschlagen. Es hat gewirkt. Sehr geil. Mal sehen, angreifen, macht das mehr Schaden oder sollte ich... Ja, doch, komm. Zack. Okay, Jahan läuft mal aus den Flammen raus. Und wenn er hat, könnte er... Na, wobei, so arg geht's ihm jetzt nicht. Ihr könnt's regnen lassen, aber naja. Dieser Typ wird sich nicht mehr bewegen. Nee. Ganz bestimmt nicht. Ja, jetzt kommt natürlich der kritische Treffer. Aber die haben verdammt vier Erfahrungspunkte gerade gelassen, allesamt. Der erste war noch knapp unter 2000, glaube ich. So, mein Freund. Ich glaube, macht das noch einen Sinn, ihn zu verkrüppeln? Hm. Nee, oder zumindest nicht so lange am Boden liegt.
Ja, wo, Alter, aber er lebt halt noch. Guck dir das an. Er liegt am Boden, er ist betäubt und er sticht einfach auf ihn ein und er besitzt die Dreistigkeit, das mit 3 Lebenspunkten zu überstehen. Meine Güte. Ich wollte gerade sagen, was kommt jetzt? Weichst du aus? Sehr schön. Dieser NPCs, ey. Alter. Jedes Mal muss die mir im letzten Moment davorlaufen. Ja, was gibt es denn? Junge, 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 Madora, ey. Außergewöhnlicher Langbogen habe ich hier gefunden. Nice, nehme ich. Ich habe mir jetzt extra Bogen aufgewertet. Ich habe auf jeden Fall auch nochmal einiges an Gegenständen, die alle identifiziert werden können. Das können wir demnächst ja auch mal planen. Jetzt vielleicht noch nicht, aber... Ich finde das sehr interessant, dass wir die Bildschirme teilen, aber trotzdem sehe ich deinen Radius auf meinem. Aber ich würde sagen, jetzt nach dem Kampf ja, erstmal, das ne? Stimmt. Wir haben die Höhle ein bisschen mehr erkundet. Es tut uns echt leid, dass wir die Hexe noch nicht angetroffen haben. Ja. Ist nicht unsere Schuld. Und dass wir mit Schweinen nicht reden können, ist auch nicht unsere Schuld. Ein bisschen, aber ja, wer hätte es wissen können? Ja, komm, also gut, ich weiß, ich hatte vor einiger Zeit, als wir mal wieder so einen Talentpunkt hatten, hatte ich auch überlegt gehabt, Tierfreund zu nehmen. Und dann dachte ich, hatte ich mir das irgendwie doch anders überlegt oder wir hatten keine Punkte bekommen, weil ich versuch's ja die ganze Zeit, aber ja, Ausreden über Ausreden. Hätte Fahrradkette, ja. Ja. Mal gucken. Beim nächsten Mal vielleicht ganz sicher. Vielleicht. Ne? Kriegen wir es irgendwann hin mit Tieren zu reden. Vielleicht, wenn wir es irgendwann nochmal spielen sollten. Mal gucken. Nobi war das nicht begeistert. Ja, gut. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Dankeschön, schaut Dankeschön. Doch mal auf unserem Channel nochmal vorbei, falls ihr Bock habt, noch ein paar andere Videos mit uns zu gucken. Immer gerne. Wir freuen uns auf euch. Ja, bis dahin. Ja. Ciao. Ciao, ciao.